Ein Bild vom Rhein am 8. Januar, geschossen von der Kriessner Zollbrücke. Und das wegen einem ganz bestimmten Grund. Die internationale Rheinregulierung IRR feiert nämlich heuer das 125-jährige Bestehen. Mit dem Staatsvertrag von 1892 zwischen Österreich und der Schweiz ist ja die internationale Rheinregulierung gegründet worden. Und seitdem sorgt die IRR für einen Hochwasserschutz zwischen der Illmündung und dem Bodensee. Und mit der Gründung der IRR ist sukzessive auch die Rheinnot verschwunden, die die Bevölkerung im Rintel immer wieder hart getroffen hat. Und das ist ja ein Grund zum Feiern. Der Rhein ist nämlich Lebenselixier der Region. Jetzt, wo er keine Gefahr mehr bedeutet, erst recht. Im Sommer wie im Winter ist er ein beliebtes Nacherholungsgebiet. Im Winter gibt es wunderschöne Stimmungen, im Sommer kann man an den Dämmen seltene Tiere und Pflanzen entdecken. Aber sonst gibt es noch so allerlei zu entdecken. Zum Beispiel am 8. Januar die schwimmende Insel. Und damit ihr seht, dass es auch echt ist, habe ich aufgezoomt. Aber dazu später. Auch sonst gibt es im Rhein einiges zu beobachten, wenn wir nur genau her schauen. Erfinderisch muss man sein, warum auch in die Berge und Skifahren, wenn es ja hier unten so einfach auch geht. Tja, Ideen muss man haben. Idee hat aber auch die Rheinregulierung, die einiges plant. Während dem Jubiläumsjahr, das könnt ihr nachlesen unter www.rheinregulierung.org, ist eingeblendet oder auch bei uns bei Rheinwelt drüben mal hineinschauen. Aber auch nach dem Jahr ist so allerlei plant. Das Projekt Resi zum Beispiel, Rhein, Erholung, Sicherheit heisst das ja. Die hat der Projektleiter, der Markus Mehr, in ganz speziellem Aufzug am 8. Januar am Rhein zu Kriesser angetroffen. Markus Mehr, du bist ja Projektleiter, gell? Ja. Von den Kilometern 65 bis 91, was passiert da genau? Ja, dort wird der Rhein hochwassersicherer gemacht. Das heisst, wir haben gerne mehr Platz, dass mehr Wasser sicher zwischen den Dämmen abflüssen kann. Es ist zum Teil noch ein bisschen unterschiedlich, gell? Auf österreichischer Seite wertet man das als ökologischen Mehrwert. Auf Schweizer Seite tut man sich, was das betrifft, ein bisschen schwer, aber man schafft gut zusammen. Also die IRR schafft generell schon gut zusammen. Ist ja von beiden Staaten finanziert und sind auch im Entscheidungsgremium von beiden Staaten Leute drin. Und sind auch auf beiden Staaten die gleichen Diskussionen. Es ist jetzt nicht so, dass auf österreichischer Seite nicht diskutiert wird. Es geht einfach darum, dass man für die Verbreiterung, für mehr Platz Flächen braucht, die jetzt landwirtschaftlich genutzt werden. Und das führt auf beiden Seiten zu Diskussionen. Ist das tatsächlich notwendig? Braucht man das in dieser Grössenordnung? Haben wir nachher immer einen Rhein in dem oder meandert er nachher dann unter Umständen sogar? Also wenn wir jetzt hier schauen, dann wird er hier an dieser Stelle 2 bis 3 Mal so breit werden, wie er jetzt ist. Und dann entsteht von selber nachher hier die eine oder andere Kiesbank und in dem Bereich kann er dann auch leicht hin und her meandrieren. Von welchen Grössenordnungen reden wir da so? Bis wann soll das fertig sein? Das Ziel ist, dass wir so 2021 mit dem Bau beginnen. Und die Bauzeit ist mit 20 Jahren veranschlagt. Das heißt, die Fertigstellung ist ungefähr mit 2040 zu rechnen. Das hat sogar noch längere Zeit. Das wird der Neptun hier kaum erleben. Aber mich ist interessiert, was geht denn hier ab? Die Tauchgruppe Wittnau vor Ort, Marcel Roth. Ja, es ist eine Tradition, die es gerne wie seit langer Zeit. Das kann dann vielleicht unser Präsident erzählen. Es ist so ein bisschen der Brauch, dass wir einfach denen, die hier am Rhein sind, das neue Jahr anwünschen. Und es ist immer am ersten Wochenende, am ersten Sonntag im neuen Jahr. Heute ist es jetzt halt am 8. relativ spät, weil meistens am 1. Dann sind wir immer noch nicht so fit, dass wir dann raus möchten. was ist denn das für eine Figur hier? Das ist der Neptun. Aha. Wir haben einfach immer Süße dabei. Also meinst du der, gell? Der, nicht der, der so neben dran schieben ist? Nein, es sind gleich den Anzug, gell? Ja, es hat gewisse Ähnlichkeiten, haben sie, gell? Ja, genau. Ja. Und da haben wir es letztes Jahr immer gemacht. Natürlich massiv aus Granit, oder, wie man sieht. Nein, ich muss noch schauen, dass es schwimmt. Und normalerweise haben wir Süße 3 Jahre. Also bist du selbst sicher, dass er schwimmt? Letztes Jahr ist er geschwommen. Jetzt mit dem Schiff müssen wir schauen. Aber wir machen ein neues Süßchen, dann gehen wir ins Wasser, sehen, dass es nicht ganz funktioniert. Marco. Und dann wird es verbessert. Marco. Wenn wir dann gut sind, nach 3 Jahren, wenn er dann schwimmt, dann machen wir ein neues. Du hast so, was hast du, 7 mm an? Nein, das ist ein Unterzücher. Die gehen eigentlich alle trocken ins Wasser. Also selber werden wir gar nicht nass. Und da bleibst du wirklich trocken? Da bleibst du trocken. Je nach Ausführung
werden die Hände ein nass, aber also der Körper an und für sich ist trocken. Als Surfer bin ich natürlich gespannt, ob das wirklich so ist, weil ich kenne das. Man geht in den Anzug rein, in den Neopren und dann geht man ins Wasser und dann wird es aber gleich ein kleines bisschen nass und kalt. Aber eben, nur mit dem 7mm Anzug wird man anscheinend nass. Bei diesem Anzug, haben Sie aber gesehen, ist eine riesige Sache, bis man da mal drin ist. Ganz eine handfeste Sache, bis man da einpasst. Bei diesem Anzug soll man wirklich trocken bleiben. Wenn wir jetzt gerade deinen Sohn hier haben, was ist das alles, was man da so ein bisschen sieht? Also grundsätzlich hat jetzt einen trockenen Anzug an. Das heisst, er ist nicht so ein harter Kerl, wie man jetzt meinen könnte. Also er wird nicht ganz nass, er wird nur von hier weg aufwärts nass. Also nur der Kopf. Der Rest wird schön trocken und ist kuschelig. Er hat einen Anzug an, der dicht ist. Auch der Reissverschluss hier. Moment schnell, wenn wir den öffnen. Der ist wunderbar dicht. Darunter hat er einen Windschi-Anzug, kann man sich vorstellen. Ein bisschen Luft und mit dem schwimmt er wunderbar und hat kuschelig warm. Und das heisst es nicht nur, wahrscheinlich wie so ein Surfer, haben so immer gesagt, du wirst nicht nass, aber jedes Mal kommt das Wasser hinten an. Ja gut, Surfer sind natürlich nicht so harte Kerle wie mir, das muss man natürlich schon so sehen. Aber nein, es ist wirklich warm mit diesen Anzügen. Wir haben aber auch Leute gehabt, die nass gegangen sind, die werden nass. Das sind jetzt 7 mm, ne? 7 mm oder 2x7, also 7 plus noch eine Eiswäsche drauf und das wird dann schon kalt. Also da sieht man in im Auswasser in der Mitte, die frieren dann, denen gibt man einen Schluck Tee in den Anzug, dass es wieder ein bisschen aufwärmt. Also da müssen wir aufpassen. Darum haben wir auch immer gesagt, schauen, bitte nicht nachmachen, es ist wirklich nicht ohne. Aber die Anzüge, die sind dicht und die sind wirklich kein Problem mit dem. Jetzt hat er noch Kopfhaube, die ist auch 7 mm. Und das tue ich da in der Mitte, auf Herzgegend, was ist denn da? Das ist eigentlich, wenn wir dann wirklich tauchen gehen, haben wir hier einen Schlauch an, wo wir Luft in den Anzug reinpumpen, wo eine Luftschicht gibt, die isoliert. Und über das Ventil hier hinten, da lassen wir es dann wieder raus. Aha. Und das ist Kontrollierung. Da kontrollieren wir uns, tarieren wir uns im Wasser. Nebst den Tarierwesten, die wir nicht noch rundum haben, das ist noch eine zweite Tarierung. Also reingehen kann man nicht, muss einiges an Theorie aber gleich auch beherrschen. He? Unbedingt, wenn ihr das machen wollt, TGW bildet aus für gmas.ch. Jederzeit gerne Informationen bei uns reinzuholen auf die Website tauchgruppe.ch. Könnt ihr das holen und schauen, ob das Spass macht. Jetzt haben wir das Jubiläum, 125 Jahre. Du bist Projektleiter. Warum gehst du jetzt hier auch mit? Zum Tauchen? Ja, wir haben uns entschlossen, hier, dass wir nicht ein grosses Fest machen, sondern bei vielen kleinen bestehenden Events uns dranhängen und so auch unsere vernetzige Bevölkerung zeigen und verbessern. Und da haben wir die Chance gehabt, auch mitzutun heute beim Neujahrsschwimmen. Und für mich ist so eine Chance, muss man nutzen. Gerade als Projektleiter auch, dass man mal immer ein Mitschwimmen kann. Das kann man nicht jeden Tag und die muss man nutzen. Eine schöne Geste, die die Tauchgruppe Weiden auch sehr geschätzt hat. Normalerweise haben wir immer Feuerwerk dabei. Und dann ist es vor 2 Jahren wirklich mal passiert, dass eine Rakete ab ist unten. Also hat einer ein Gehörtrauma gehabt. Und da haben wir uns entschlossen, also der Marco dort hat eine elektrische Abschussanlage gemacht. Er bringt gerade Schussmaterial, nämlich Batterien, wo man die Rakete nach oben reinsteckt und dann kannst du mit dem Knopf drauf drücken und dann geht sie ab. Aha, das ist jetzt der Markus, oder? Das ist der Marco. Genau, das ist unser Materialwart. Der ist schon verantwortlich für die Kompressoren, die wir haben. Ja, Sene, gib uns das Mikro mal schnell. Da. Marco, hast du schon Zeit? Ja. Wie lange hast du bastelt an dem? Hä? Wie lange hast du bastelt an dem? Die letzte Woche. Heula. Und was ist jetzt besser als vorher? Ja, jetzt haben wir einfach Schiffe der Irregulierung noch gemacht. Mit denen sind unsere Gnäht drauf. Und letztes Jahr haben wir einfach nur den Neptun gehabt. Aha. Und die automatische Schiessanlage, warum brauchen wir denn da? Dafür die Raketen abschiessen. Aha, und wo schiessen die ab? Oder während dem Start, die erste und nachher während dem Abschwimmen, hart laufen und wieder mal eine hochlassen. Schwimmst du auch mit? Ja, klar, Eingang mit der Schiessanlage und sonst ist niemand rundherum. Weil vorletztes Jahr ist ein kleiner Zwischenfall passiert und dann haben wir uns entschieden, wir machen eine elektrische Startanlage. Wir haben es hier mit dem Feuer gemacht und dann haben wir einen Krepierer gehabt und der war nicht so toll gewesen. Und als wir auf Eintauchen gewartet haben, sind wir ins Philosophieren gekommen. Einer hat mir gesagt, Reibadeng kostet im Jahr 150 Franken und Fisch, ja, nehmen wir sowieso nicht raus. Aber ohaletz, der Reto Kehl hat mich da eines anderen belehrt. Man muss es eben auch können, nicht nur gerne tun. Im Rhein ist es nicht so einfach, da muss man wahrscheinlich fischen können. Ich bin zwar auch kein Fischer, aber es ist nicht einfach, aber es hat Fisch. Wir haben schon mehrfach Fisch gesehen im Rhein. Und gell, wenn wir so die Ökologie und Pflanzen anschauen, dann riecht es manchmal fast die schönsten Pärter, was Pflanzen betrifft. Ja, unter Wasser hat es nicht viel. Nein, unter Wasser hat es vorwiegend Stein, weil Pflanzen können sich nicht richtig
festheben, weil der Rhein hat Strömung. Und in der Randzone hat es zum Teil schon Pflanzen. Aber unten innen ist mehr oder minder Stein, nur Stein. Bist du ein Taucher? Ja, ich bin ein Taucher. Tauchst du auch am Rhein? Ja, ich war etwa 20 Mal dabei gewesen bei dem Rheinschwimmen, das jetzt traditionell abgeht. Das ist ja Schwimmen, aber ich meine, so richtig tauchen? Nein, so. Aha. Ich war 28 Jahre lang Tauchlehrer im Tauchclub Zwittnau. Ist noch gefährlich, gell, im Rhein zum Teil zum Tauchen? Drückt noch? Nein, gefährlich eigentlich nicht. Man muss sich einfach dem Gewässer anpassen, weil ein fließendes Gewässer ist etwas anderes als ein stehendes Gewässer. Und vor allem um Brückenpfeiler herum, wo es dann so kann geben, wo unten absaugt und Gegenströmung. Eben genau die Strudel, das ist doch einfach gefährlich. Da muss man anders tauchen, wenn man im Rhein taucht. Und eine dunkle Sache, oder wie sieht das aus? No, wenn er sauber ist, ist es hell. Man sieht bis auf den Boden. Das ist kein Problem. Weißt du, im Vergleich so zum Wallensee, wenn es so ein Porter abgeht und recht dunkel ist, ziemlich schnell. Also, das ist da etwas besser. Für es hat man natürlich Lampen, oder? Und wenn sie ins tiefere Gewässer geht, dann geht ohne Licht sowieso nichts im Süßwasser. Du hast ja am Rhein schwimmen, ohne tauchen. Also, bist du ja schon mal übergeschwommen? Ja, haben wir auch schon gemacht, ja. Zum Teil üben. Es ist dann aber mehr Wasserrettung, die das macht, die im Rhein regelmässig trainiert. Und zu einer gehört meine Frau, ja. Du, Isabel Kiel, du hast Wasserrettung gemacht im Rhein. Hast du da Sachen erlebt, so gefährlich auch? Nein, eigentlich nicht. Man muss ein bisschen wissen, was man macht und sich gut anlegen, weil der Rhein ist immer kalt. Eben, der wird auch im Sommer nicht über 15 Grad und da kann man nicht allzu lange drin bleiben. Also ein Rheinholz vor wie ein Tabak geschwemmt, das nie müssen holen, ha? Nein. Ein Auto haben wir schon rausgeholt, aber aus dem Kanal oder abgebunden, um dann rausholen zu lassen. So Sachen. Aber viel mehr noch nicht. So lange gibt es die Wasserrettung eben auch noch nicht. Hast du die Gebrüder Weder Zwittnau noch gekannt, dass die mit dem Bötchen rausgegangen sind, um Holz zu holen? Nein, selber habe ich es nicht gekannt. Also, die Holz rausholen, bei Hochwasser. Genau, und die Brüder Weder sind einmal mit dem Bötchen rausgegangen, haben dann selber Holz rausgeholt. Ja. Die zu Obriet werfen dann eben eher da den Anker rein, oder, zum Holen. So. Ja, genau. Ja. geht man da bei euch im Rhein jemanden auch noch baden? Baden? Einfach in der Badhose? Genau. Nein, weniger. Es ist uns eher zu kalt. Nein, wir haben hier Anzüge an und gehen da rein. Nein. Sicherheit geht schon vor. Es ist zu kalt zu uns. Ingerach, du bist ein Präsident, jetzt stehst du bei Schneetreiben unter der Rheinbrücke. Also, hast du auch schon mal irgendwo gedacht, einen dummen Kogenbrauch? Nein, es ist eigentlich ein recht lässiger Brauch. Wir machen das ganz gern. Es ist schon lässig, es ist schon mal etwas Relaxtes. Nicht einfach nur mit dem schweren Gerät ins Wasser zu gehen, sondern wirklich nur mit dem Anzug und sich treiben lassen, floaten lassen. Das ist eigentlich ganz ein gemütlicher Anlass, den wir schon seit 40 Jahren praktizieren. Und du meinst wirklich völlig ungefährlich? Also der Züchter, ja. Gell? 4 Meter pro Sekunde? Ja, er hat jetzt, er bringt glaube ich etwa 90 Kubik pro Sekunde. Und wenn ich so sehe, es ist nicht böse. Also wir haben schon schlimmer gehabt. Der Wasserstand ist nicht gerade hoch, ist eher niedrig. Wenn wir halt schauen, dass wir den vielleicht nicht gerade irgendwo anstehen, aber ist wirklich absolut ungefährlich. Ah, das kann doch passieren. Der Rhein, ich meine, sie über 4 Meter tief. Nein, ich denke, da wird er maximal 1,5 Meter haben. Und es wird sogar ein paar Stellen haben, man sieht sie da drinnen, wo Stein raus kann. Genau. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die Positionen zuschwimmt. Aber es ist eigentlich mehr problematisch für das Sushi und weniger für uns Personen. Also mit Strudel ist jetzt nicht zu rechnen? Nein, so absolut nicht. Absolut nicht. Und ihr bleibt voll trocken, habe ich mir sagen lassen. Ja, also ich würde sagen, so gut wie alle haben einen Trockenanzug. Es gibt immer wieder ein paar Vereinzelte, die machen es dann mit dem Nassanzug. Das ist dann für die ganz Harten. Ja, das Wasser ist gleich ein bisschen wärmer als die Luft, gell? Ja, die Luft hat jetzt momentan wahrscheinlich ein bisschen unter Null. Und das Wasser wird nicht ganz 2 Grad haben. Also recht kalt eigentlich für Wasser. Der Bodensee hat vergleichsweise, wenn wir tauchen gehen, im stehenden Gewässer 4 Grad und wärmer. Gehst du auch gut tauchen im Rhein im Sommer zum Beispiel? Wir gehen eigentlich regelmäßig im Alten Rhein tauchen. Und natürlich Bodensee und Wallensee. Also das sind so unsere Hauptgewässer rund um unsere Füllstation. Aber wenn es gerade Wallensee ist, ist es relativ gefährlich. Es wird schnell dunkel und dann die Felswände ab, das drückt. Nein, das ist eigentlich, kann man eigentlich nicht sagen. Gefährlich ist der Tauchsport absolut nicht. Er ist genau gleich gefährlich wie jede andere Sportart. Mit entsprechender Ausbildung und Ausrüstung. Und wenn man die Ausrüstung auch beherrscht, ist das eigentlich gar kein Thema.
Jetzt haben wir heute den Neptun dabei, wir sehen ihn von innen. Jawohl. Und ihr habt hier auch noch eine ganz spezielle Raketenabschussanlage dabei, gell? Das hat unser Materialwarter Marco bastelt, der ist Elektriker und hat da wirklich eine super Sache gemacht. Seit letztem Jahr haben wir da die elektronisch gestörte Abschussrampe. Hat halt den Vorteil, dass wir nicht müssen eine Führschale mitnehmen müssen, was wir bisher immer gemacht haben. Eine schwimmende Führschale ist halt immer ein schwierig vom Handling her. Und so ist es easy. Und gell, der Neptun sehr schon mal ein Schiff drin. Meinst du, schwimmt das Schiff da? Der schwimmt auf jeden Fall. Der Neptun haben wir jetzt im zweiten Jahr. Wir haben immer zwei Jahre lang das gleiche Sujet. Das heißt, das letzte Jahr und dieses Jahr ist der Neptun. Nächstes Jahr gibt es wieder etwas Neues. Und in der Form haben wir es jetzt noch nicht gehabt, weil wir hier die Ehre haben, der Startanlass zu machen für die internationale Re-Regulierung. Und darum haben wir das Sujet ein bisschen angepasst, damit man auch sieht, dass wir mit der internationalen Re-Regulierung zusammen arbeiten. Wie ist denn das so? Weißt du, muss man da umrudern, machen, tun oder wie geht denn das? Nein, eigentlich gar nicht. Wir schwimmen oder liegen aufs Wasser, wir haben gute Anzüge an und mit diesen Anzügen haben wir es eigentlich fast gemütlicher als hier draußen. Also das heisst, es ist ähnlich, wenn ich ins Basinerie eingehe im Sommer? Nicht ganz. Jetzt hat er natürlich wenig Wasser. Wenn du jetzt gerade schaust, es ist nicht so tief. Der Reissus ist relativ gefährlich, also man sollte nicht einfach reingehen ohne Anzug, ohne Training. Auch als Gruppe ist es natürlich viel einfacher, wir müssen aufeinander aufpassen. Aber grundsätzlich, es ist kein Thema. Wir schwimmen mit unseren Anzügen schön oben drauf und haben genug Luft drin, dass wir gerne nicht untergehen können. Also nicht zum Nachmachen, also nicht freiwillig rein, das ist nicht das Richtige. Du, man hört so lautstark. Du bist ein Wangser, gell? Du bist ein Rheintaler, wo du sollst Skifahren. Wie bist du denn zum Tauchen gekommen? Zum Tauchen bin ich gekommen, eigentlich durch meinen Bruder, der hat das machen, hat dann aber Probleme mit seinen Ohren bekommen. Dann habe ich gesagt, komm, das mache ich auch, das ist vielleicht cool. Seitdem bin ich geblieben und es hat Spass gemacht. Es gibt nichts Schönes als Tauchen. Warum habt ihr das gemacht, vor 40 Jahren? Das war eine Idee vom damaligen Badmeister, vom Walter Dolado. Der hat zum Badereinigen etwa 3 Pressluftflaschen gehabt. Und dann hat es sich so ergeben, dass man halt tauchen wollte. Und dann ist man halt in den alten Rhein raus. Und so hat die ganze Sache angefangen. Und länger wie mehr. Am Anfang waren es etwa 7 Stück gewesen. Und dann länger wie mehr. Und dann hat man Material zugetan. Man hat den ersten Kompressor gekauft, den man selber füllen konnte. Zuerst sind wir alle in die Viskose raus, bei der Feuerwehr. Haben wir Flaschen gefüllt. Und dann hat es sich so langsam ergeben. Eins ums andere. Der eine hat eine Probe gemacht, der andere auch eine Probe gemacht. Und die Probe haben wir damals natürlich auswärts machen. Und dann hat es noch einen gegeben, der noch weitergemacht hat, Tauchlehrer gemacht hat, der Rico. Und so hat sich das alles auch entwickelt. Hat sich das ergeben. Aber dass es mit einem Neujahr in Rhein geht, warum denn das? Das war auch die Idee von Walter Dolado zum Abhärten. Damals haben wir natürlich einfache Anzüge gehabt, hat noch niemand einen trockenen Anzug gehabt. Und wie wir dort abend da das erste Mal abgeschwommen sind, wir haben also den Rissverschluss nicht mehr selbst auftun vom Anzug. Man muss einen Helfer haben, dass wir zum Anzug rausgekommen sind. Und dort war ich in der Habsburg unten, nebenzu noch der Schubverein gewesen, und dort haben sie unten dran also ein Lokal gehabt, wo sie etwa 3 Duschen hatten. Und der eine um den anderen ist unter die warme Dusche gestanden. Weil ich musste pressieren, weil nach 3-4 Mal ist das Kaltwasser gekommen. Dort also, haben wir sie wieder ein bisschen aufgewärmt und wieder ein bisschen bewegen können. Also das heisst, es ist in dem Fall heute Luxusbauer? Ja, Luxusbauer. Total Luxusbauer in den Trockenanzügen. Weiche Bürstchen hier? Ja, ja, das heisst nicht weiche. Es ist gleich noch kalt. Also ich muss sagen, es aber ist wir nicht... zwei bleiben draußen. Ja, ja. Ja, ich has jetzt... 37 Jahre lang bin ich jedes Jahr den Rhein durch abgeschwommen. Und jetzt, wenn du mal über 70 bist, dann funktioniert da der ganze Kreislauf nicht mehr so wie früher, so im kalten Wasser. Ich gehe sonst noch tauchen, aber nicht im Winter und nicht im kalten Wasser. Ich habe zwar auch einen trockenen Anzug, aber mir ist lieber, dass es ein bisschen gemütlicher ist. Tja.
Und dann kam einmal ein Boot und eine Tauchgruppe hat sich gefragt, was ist jetzt das? Ist das eine Seepolizei? Ja, auf das kommen wir noch. Ich habe mir überlegt, wie wäre es das? Sind jetzt 2 Grad Wasser nicht steigen? Das war es minus 2 Grad, wo ich gesehen habe, wie ein Beno Kalber seinen Sohn geschwitzt hat. Habe ich gedacht, vielleicht hätte er fast Wärme drin. Aber ich hätte mir es gleich nicht getraut. Für mich wäre es wahrscheinlich schon schwierig gewesen, da die Vorgrundstrasse abzusteigen. Gut, dann ist das Boot angebunden worden und wir haben einfach mal gewartet, was da so weitergegangen ist. Wir, die Kamerafrau von Kuno, Simona und eben die Tauchgruppe. Und dann? Wow! Und dann ist es losgegangen. Man war bereit. Einige Zaungäste haben geschaut, ob sie das Boot jetzt haben klopfen. Und natürlich ist es auch immer darum gegangen, schwimmt am Schluss der Neptun in dem Boot rein. Ja, okay. Also, und los! Wasser! Und währenddem die Mann und die ganz wenigen Frauen hier gekrampft haben, haben wir so etwas daran gedacht, was hier genau an dieser Stelle alles passieren soll. Zum Beispiel durch das Projekt Resi. Wir wollen die Abflusskapazität vom Rhein von 3100 Kubikmeter pro Sekunde auf 4300 Kubikmeter pro Sekunde erhöhen. Und die Basis für das Projekt ist das Entwicklungskonzept Alperie aus dem Jahr 2005, das von der Regierungskommission Alperie und der IRR, also der Internationalen Rheinregulierung, entwickelt wurde. Dort hat es verschiedene Fachgebiete gegeben, zum Beispiel Hochwasserschutz, Grundwasser- und Gewässerökologie. Das ist analysiert worden und es ist dann zu einem Massnahmenkonzept mit Handlungsempfehlungen umgewandelt und entwickelt worden. Und durch diese Massnahmen soll zum Beispiel auch die ökologische Situation vom Rhein positiv beeinflusst werden. Eine absolut sehr interessante Sache, wie eben auch der Event. Und darum passt das auch zusammen, ein interessantes Event mit eben einem interessanten Projekt und das anlässlich vom 125-jährigen Bestehen von der IRR, eben von der internationalen Rheinregulierung. Mich hat immer interessiert, für was ist nun das Boot hier? Aha, jetzt kommt der Kuno Bund, der verantwortlich ist für die Medien, mit seiner Kamerafrau, mit der Simona. Und ja, ich hätte auch einen Einstieg, aber er denkt, überall das der Simona und dem Kuno, die machen den Film. Und die legen den Film dann sicher eben auch ins Internet rein, wo man das dann anschauen kann. Und dann, in der Tat, hat dann Simona sich gewagt, in das Boot einzusteigen. Und ich habe dann darauf gewartet, wann kommt der Kuno. Und bin bereit mit der Kamera, um das natürlich auch zu filmen. Ja, aber nein. Der Kuno hat die Kamera gegeben. Er hat mir später gesagt, ja, er ist der Chef. Simona ist dann ins Wasser gegangen. Man darf gespannt sein auf die Bilder, die sie vom Boot aus dann gemacht hat. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, die Einwasserung die hat hervorragend geklappt. Obwohl man hier sieht, der Wasserstand ist in der Tat, wie der Ingo Rauch gesagt hat, sehr, sehr niedrig. Und dann ist es losgegangen. Ja, wenn so einer durch den abgeht, wie eben vor 2 Jahren passiert, dann kann schon einiges passieren. Aber das hat man jetzt ja im Griff mit dieser automatischen Zündanlage. Was man nicht so ganz im Griff hat, ganz am Anfang, sehen Sie gerade, also der Neptun hat sich noch ganz leicht selbstständig gemacht und hat gerade noch Simona gerammt. Aber eins ist mal sicher, geschwommen ist er. Und dann sind sie der Rhein durchab und ich überlasse jetzt euch diese Bilder. Ihr könnt selber entscheiden, wer schwimmt hier mehr, der Neptun im Boot oder die Taucher, die den Neptun heben und steuern. Tja, auf jeden Fall sehr ein interessantes Event. Übrigens zum 40. Mal ist die Tauchgruppe Wittnau hier in den Rhein gegangen, aber das erste Mal in Zusammenarbeit mit der internationalen Rhein-Regulierung. Und nochmal, das Projekt Resi, ein sehr interessantes Projekt, das bis jetzt auf dem Papier existiert hat, wo man viel beraten hat in Insiderkreis, wo vielleicht aber uns von außen nicht einmal relativ unverständlich war. Das Projekt Resi nimmt jetzt sicher auch Formen an, nicht zuletzt wegen dem 125-jährigen Jubiläum, wo man eben die internationale Rhein-Regulierung, das Jubiläum verknüpft mit ganz spannenden Events. Wenn es euch interessiert, schaut euch mal in die Rheinwelten oder schaut rein in die Internetseite, die ich unten eingeblendet habe. Auf jeden Fall sind denn die hier gemächlich, Simona hier am Filmen und eben die Taucher und ich glaube ein oder zwei Taucherinnen dabei mit dem Neptun hier der Rhein dorthin geschwommen. Es ist relativ langsam gegangen, habe ich das Gefühl gehabt, aber eigentlich bin ich eigentlich wieder froh, dass ich draußen war und nachher ins Auto einsteigen konnte. Eins aber habe ich mir gemerkt, Resi ist viel, viel interessanter, als was ich überhaupt je gedacht habe.
Mir ist das auch nicht so bewusst gewesen. Und dank dem Event, und das ist der Anfang von dem 125-jährigen Jubiläum, denke ich mir, kommen wir dem Projekt auch ein bisschen näher. Am Rhein näher, der Rhein, am Lebenselixier von unserer Region. Und das jetzt eben nochmal von der Zollbrücke aus gefilmt. Jetzt wissen wir, um was es geht. Es sieht fast statisch aus, aber es bewegt sich. Auch Resi bewegt sich langsam, aber sukzessive schreitet das Projekt voran. Wir dürfen gespannt sein.